Ein wunderschönes Hallo bei Life is Feudal Forest Village. Achso, ich habe pausiert. Ich habe mich gerade gewundert, warum die Tante da so komisch steht. Oh, ich glaube, das ist unsere Dorfälteste, oder? Genau, mit 11 Ofenfeld passt. Mit 9 Ofenfeld passt. Kann man mal machen. Ah, jetzt hat sich ein Arbeiter gefunden. Ach, das war dann auch noch das zusätzliche, weswegen es von 3 auf 4 gehüpft ist. Okay, dann geht's ja. Gut. Wie schaut's aus? Da werden die Ressourcen hingepackt, glaube ich. Purple. Der wird abgeerntet. Dann können wir darüber schieben. Das geht. Ist schon gemacht. Super. Dann gucken wir mal hier. So, Futter. Honey. Sweets for my sweet honey for my honey. Das klappt nicht. Warum nicht? Dann müssen wir das dann noch eben ehrlich machen. Toll. Immer so klein gefisselt, das ist doch nicht schön. Boah. Ich glaube, ich lass mal den Turbo weg. So, hier. Umnatzer und dann das Feldmann da, so und so weiter. Der? Weil das sieht schon wieder nicht. Okay, das sieht tatsächlich. Tatsächlich blöd aus. So. Ich glaube, so ist es okay. Oder? Ja, so, 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 so. Dann wäre er ewig gekommen, aber gut. Dann ist er jetzt weg. Auch gut. Und dann haben wir die Fläche für Bienchen hoffentlich. Das wäre ganz schön. Kleine eigene Bienchen. Kernfotohaus. Ja, dann mach halt. Wenn du sonst nichts zu tun hast. Was ist hier los? Building. Ah ja, okay. Okay. Wieso haben wir hier kein Holz? Wir haben da kein Holz drin. Das siehst du mal. Dann können wir doch mal tatsächlich... Holz. Holz. Genau. 160. Das ist nicht so viel. Wir haben hier weitaus mehr Leute. 4 Leute. Und die kriegen gerade mal so viel hin wie die Leute da unten. Ich befürchte, wir müssen hier noch weitere Wohnhäuser hinhauen. Und, nach hinten? Ja, vielleicht. Dann. Warum haben wir das denn? Ach so, um hier vielleicht den Weg weiter zu ziehen. Verstehe. Können wir gerade mal schauen. Also ich baue es jetzt nicht, keine Sorge. Aber vielleicht kann man schon mal gucken, wie es hinpasst. Also hier zum Beispiel nicht. Da muss es tatsächlich hier dann nehmen. Und da müssen wir auch einiges an Bodenarbeit machen wieder. Nun gut. Nun gut, dann wissen wir Bescheid. Oder vielleicht. Ja, müssen wir mal gucken. Hier haben wir schon einen Brunnen, oder? Nee, du nicht. Du bist ein Brunnen. Hier haben wir keinen Brunnen. Nope. Nope, 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 nope. Kein Brunnen. Dann schauen wir mal. Brunnen. Wie sieht ein Brunnen aus und wo ist der? Ah, da. Well, it's a well. Ach, und kein Radius? Ist blöd. Okay, Radius ist blöd. Ist halt wirklich blöd. Da müssten wir überlegen, den hier hinzusetzen vielleicht, weil da ja eh nichts mehr hinkommt.
den vielleicht tatsächlich hier so hinsetzen, oder? Da ist die Schräge. 10, 50, das kostet, komm, das kostet ja nix. Na komm, weg, 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 ich will, ah! Na also. Das muss noch kultiviert werden, ist aber bald gemacht. Da hinten braucht es Ressourcen noch an welche. Das haben wir hier, okay. Gut, naja, naja, müssen wir mal gucken. Ach, was ich ganz vergessen habe. Das ist die 100. Folge. Ja. Ich meine, 100 Stück, ja, ist halt mal so. Ich war am Überlegen, ob ich was Besonderes mache, weil, ne, 100. Folge ist schon ein großes Jubiläum. Aber mir hätte einerseits die Zeit gefehlt und andererseits, jo, ein bisschen auch die Idee. Vorrangig halt leider die Zeit. Und ich hoffe halt einfach, dass es ein nächstes Jubiläum gibt. 150 oder vielleicht sogar 200, wer weiß. Müssen wir mal schauen. Und dann können wir da was Großes machen. Oder falls es super sehr fehlt, kann ich zur Not ja auch noch was nachreichen. So ist es ja nicht. Okay, Nebel. Naja, aber ja. Hey, Glückwunsch, Schwankstätte. 100 Folgen habt ihr überlebt. Nicht alle von euch, aber ein paar. Ne? Gut. Ich sehe gerade, da ist wieder ein bisschen Fisch nachgekommen. Das ist gut. Das müssen wir pausieren. Wie schaut es hier aus? 14. Ja, gut, können wir mal wechseln. Bringt aber nicht so viel. Da müssen wir tatsächlich hier mehrere mal machen. Ja. Ich bin schon wieder nicht sicher mit dem Steg. Hä? Was ist das denn? Was ist das? So eine Riesenwelle? Gab es ein Erdbeben oder was? Schau mal, guck mal. Ist ja merkwürdig. Vielleicht gab es ein Erdbeben oder so. Wer war was? Die machen das ganz schön kalt an. Und du hast nichts zu tun? Warum nicht? Oh. Dann. Zack. Nimmst du das mal mit? Und sonst? Was könntest du machen? Der Boden ist gemacht, oder wie? Ups. Ja. Ja, der ist gemacht. Okay. Cool. Nimmst du das mit? Dann können wir gerade mal schauen. Chicken. Nee. Honig. Honey. Genau. So. Was? Krass. Das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Ich hatte andere Bilder gesehen, so ein Trailer, wo das echt nicht gut aussah. Naja, bumm. Kriegen wir ohne euch vielleicht irgendwann. Das ist ein Brunnen. Ja gut, aber tatsächlich, Brunnen. Haben wir wieder einen. Auch nicht verkehrt. Gut. Da könnte man echt eigentlich... Oder? Das wäre doch fast eine Idee wert. Entweder direkt hier nehmen. Also hier so. Na, geht eh nicht. Oder hier nochmal mit rein. Warte, Moment mal. So. Da ist der Weg, ne? Und
dann hier daneben quasi. Sieht ja eigentlich nicht verkehrt aus. Dann kriegen wir hier auch noch mal ein bisschen Glums. Zumindest Sommer über. Naja, komm. Ich sehe schon, dass wir wieder zu wenig Leute haben für die ganzen Vorhaben. Sein muss. Fotohaus. Naja, okay. Dann darf die. Nee, darf sie nicht. Gut. Wollte gerade sagen, dann darf die Wilze auch nochmal. Aber darf sie eben nicht. Pech gehabt. Gut, ich sehe sehr. Sehe sonst nichts. Die ganze Zeit gegen. Jetzt räume ich es weg, so. Entschuldigung. Und hier die Steilkante müssten wir dann eigentlich auch machen. Pass mal auf. Nicht lang schnacken. So. Moment. Dann machen wir es so rum. Das trifft es auch nicht ganz. Ist hier so eine Kante? Ne? So und so. Genau. Da haben wir tatsächlich den Klotz. Ah. Mhm. Also nicht. So, vielleicht. Ungefähr so. Vielleicht ist es schon zu viel. Müssen wir mal gucken. Aber dass hier hinten die Kante wegkommt, dann könnte man nämlich Häuser direkt hier dran bauen. Und das ist ja auch, dass wir brauchen tatsächlich, ich glaube, mehr Berufe hier. Oder mehr Industrie. Hier haben wir drei fette Häuser und da hinten eins für viel mehr Berufe. Ach Moment, wir haben zwei. Kein Problem, wir haben zwei. Aber die wohnen auch hier, oder? Forest of Air, siehst du? Ich verstehe immer noch nicht, warum die dann so Probleme haben mit dem Holz. Na gut. Es geht jetzt, ja. 21 Klamotten, das geht auch. Gut. Wie schaut es hier aus? Drauf rumknüppeln, dann geht's. Okay. Ja, doch. Hier muss drauf rumgeknüppelt werden. Ich lese schon wieder. Ja. Und längerfristig wäre vielleicht hier noch ein weiteres Ding sinnvoll. So eine Fischfarm. Eigentlich schon. Wie schaut's hier aus? 43. So. Ja, dieser Nebel. Warum ist denn immer so viel Nebel? Mal ist ja okay, aber so viel? Naja. Okay. Gebras hat. Ja, okay, da brauchst du Leute. Tatsächlich brauchst du auch so Leute, wenn wir das alles gebaut haben. Okay. Fischfarm. Es führt halt nichts drumrum. Fischfarm. Da. Ja. Ist halt so. Upgraden geht hier auch nicht. Okay. Schade. Naja, dann bauen wir ein bisschen. Macht ja nichts. Wenn die hier fertig sind, dann hoffe ich, dass sie mit dem anderen anfangen und sich so ein bisschen sortieren.
Okay. Hier brauchen wir vielleicht doch eins, was für den Nachwuchs sorgt. Dass wir das dann aufteilen. Wie viel kostet das? Schauen wir gerade mal. Forster Lodge. Auch nicht so viel. Dann. Ja. Sehe ich wieder nix. Das ist. Ach. Schön. Muss man ja. Da wirft es den Schaden auf den Weg, den man eh schon so spärlich sieht. Und hier habe ich den Weg denn gebaut. Mann. Eigentlich dran vorbei, ne? Ja. Das heißt, wenn ich hier so dran baue, sollte es passen. Kann ich aber nicht. Warum nicht? Wegen dem Boden. Ja, was mache ich denn da? Kann ich hier da... Oh, könnte ich. Okay. Und hier auch nicht. Ich möchte es eigentlich gar nicht weiter da rausziehen, weil da hinten nichts ist. Okay. Boden, arbeiten, auf geht's. Dann... Ist das fast sinnvoller dort, oder? Wie viel groß ist das denn? Habe ich hier... Nee. 5 mal 5. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Okay, komm. Wo haben wir's? Da. So, also brauchen wir 6 mal 6. 6 mal 6. Das klappt da hinten vorne nicht. Oder? Also hier angefangen. 6. 6. Nee, 7. Also hier zumindest 7. Und da auch. Dann könnte es hinhauen. Okay, so. Sieht auch nicht gescheit aus. So ist es gerade, oder? Dann hätte ich hier 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, die ist andere brauchst gar nicht, aber probieren wir es halt, probieren wir es halt. Ich glaube, wir müssen den Weg anpassen hier. Ja. Schau mal. Oh, da finden sich Leute für zum Arbeiten. Cool. Schaut's hier aus. Au! Das ist schon fertig. Dann auf geht's hier. Honig, 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 sofort. Increase Honey Production. Trees. Ah, ich habe erst Bees gelesen, das war ja Blödsinn. Ja, dann ist das vielleicht blöd, dass wir jetzt gerade das direkt neben den Forester gesetzt haben. Naja, schauen wir mal. Ich sag das irgendwie oft, oder? Schauen wir mal. Schauen wir bei allen mal. Kriegen wir alles geregelt. Schauen wir mal. Zum Beispiel den Weg. Ne? Schauen wir mal, ob wir den hier so hinbauen können. Das wäre wieder zu übertrieben. Bis dahin geht's und dann geht's nimmer. Ja. Schauen wir mal, ob das so geht. Warum ich das so in der Ecke gebaut habe. Na egal.
Genau, hier braucht's Leute. Oh, sehr gut. Produzierst du dann auch? Nicht, dass das gefixt wurde, das wäre schlimm. Das wäre ein Problem. Ich meine, die produzieren auch so munter vor sich hin. Da können wir apropos gerade mal wechseln. Ups, so. So. Und du bist halt pausiert jetzt, ne? So. Ja, doch, produziert. Okay, dann nehmen wir das, nehmen wir das, nehmen wir das. Sehr gut. Ja, können wir auch wieder wechseln. So. Und so. Dann haben wir wieder Fisch. 30 Holzkohle. Ist auch okay. Boah, haufenweise Wald hier. Das so lohnt. Müssen wir auch mal gucken, dass wir alles abreißen. Alles an Wald muss weg. Das geht hier eigentlich. Ich glaube, das ist sinnvoller. Auf lange Frist, ja. Okay. Wie viel hat er? Bisschen was, ne? Könnte auch ein bisschen was machen. Wobei wir auch noch ein bisschen Cast Iron haben. Jo. Ach komm. Gerade geht's hier für ein Ziel. So. Und ich sehe schon, ich muss wieder auf. Nicht so drastisch, aber ich muss aufhören. Jetzt haben wir hier kein Holz mehr drin. Das heißt, die können wir auch pausieren. Genau, aber die 100. Folge ist dann damit auch beendet. Jetzt haben wir eine neue Fischfarm. Ja, ich hoffe, es klappt. Ne? 1790. Aber über den Winter können wir auch nicht weiter sammeln. Das ist ein bisschen ärgerlich. Nee, das sind keine Grafikfehler, das soll Regen sein. Okay. Ja. Ich hoffe, wir überleben den Winter. Also da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich meine, die Fischfarmen und die Angler, die produzieren auch noch so über den Winter. Aber eben Potato hier nicht und die Gera auch nicht. Vielleicht ja der Honig hier hinten. Hat der schon vier? Produziert der auch alleine? Das wäre wunderbar. Das wäre echt prima. Dann brauchen wir wieder nicht so viel Leute. Ich lasse ihn erstmal drin, also. Sieht ja eigentlich so aus, als ob sich da jemand kümmert. Ne? Was auch immer die da macht. Wuschel, 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 jetzt geht's denen gut. Irgendwie schön, dass da so viel Deko noch mit bei ist. Hier mit den Büschen und Gedöns. Finde ich schön. Naja gut, wir werden sehen, wie das da vonstatten geht. Insgesamt, wie Schwangstadt sich ja, noch so schlägt, vor allem beim nächsten Winter. Gucken wir mal. Also, vielen Dank fürs Schauen, euer Kafan.